Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Anno 1602. Neue Soldaten sind verfügbar. Cool, ja, du pumpst jetzt erstmal Soldaten, weil ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja, geh mir nicht auf den Senkel, Bruder. Zack, so. Ja. Während ihr das hier macht. Upsala. Erstmal dem Horny-Jungen hier wieder Schutzgeld pumpen. Neue Einheiten sind bereit. Der Gelbe hat ein Schiff, was ich hier sehe. Der Gelbe hat hier ein Schiff. Zweites Schiff. Hier steht immer noch eins von meinen. Neue Einheiten sind bereit. Wo ist denn das? Der Gelbe hatte doch auch. Hatte der Gelbe nicht ein großes Schiff? Upsala. Ja, genau. So, machen. Das ist hier ein großes Schiff von dem Gelben. Nö. Der Rote hat auch noch keine großen Schiffe. Er hat zwar eine große Werft, aber keine großen Schiffe. Doch, hier ist das große Schiff von Gelben. Das müssen wir jetzt erst ausschalten. Okay. Super. Aber er hat nicht allzu viele Sachen. Nicht allzu viele Schiffe. Jawohl, mein Fürst. Setzt neuen Kurs. Ei, ei, Captain. Setzt neuen Kurs. Neue Einheiten Jawohl, sind mein bereit. Fürst. Jawohl, mein Fürst, zu Diensten, mein Fürst. Setz die Vorsegel! Ankerlichten! Saus hier alles bis zum. Wir haben nirgendwo Probleme, sehr gut. Bevor ich Krieg anfange, sicherstellen, dass die Monetenversorgung gesichert ist. Hier. Ja, wir haben ordentlich was in Reserve. Wir haben positiv bis zum. Setz die Vorsegel! Zack, so, ihr beide habt Soldätchen. Ich denke, 6 Kanoniere reichen. Reichen 6 Kanoniere? Das ist alles klar, wir machen mal vor. Ja. Jetzt muss ich mich erstmal kurz um Ernstprobleme kümmern. Habe ich noch eine Insel, wo ich jetzt auf schnellsten Wege. Erz herbekommen. Nope. Okay, haben wir ordentlich Reserve. Wir haben Eisen in Reserve ohne Ende. Wir haben volles Werkzeug, volle Kanonen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht direkt, weil wir jetzt eh eine Insel holen, die uns das bietet. Du bleibst hier und beobachtest die Lage. Damit fangen wir an. Ich denke, die Insel dürfte am anstrengendsten sein. Wobei. Nee, du dürftest am anstrengendsten sein. Ja, ich denke, wir brauchen keine mehr Soldaten. Ich lasse die Dinge hier trotzdem mal stehen, für den Fall der Fälle. Und jetzt seid ihr dran, meine Freunde. Zeit, dem Gelben eine Lektion zu erteilen. Und jetzt ballert das große Schiff weg. Oh, ach ja, und eine Sache. Ah, wir haben keinen Frieden mehr mit dem. Ich werde den Friedenstag gerade aufkündigen. Aber ich habe einen Angriffsbefehl gegeben. Das passiert wohl automatisch. Okay. Nun, der hat keine Kanonen. Mir soll es wurscht sein. Und er hat auch sonst nirgendwo. Nicht meine eigene Eisenerzproduktion, oder? Hau ab, Flying Willy. Ich hab nicht dran gedacht, dass du hier auf den Gelben stoßen könntest. Bei dich. Ich meine, es ist der Holztransporter und das ist das schlechteste von meinen Schiffen. Und ich habe noch ein Reserveschiff hier zur Not stehen, was den Job erstmal übernehmen könnte. Aber du kannst trotzdem erstmal eins machen.
Machst du jetzt halt erstmal den Holztransporter, bis die Geschichte geklärt ist. Die Flying Willy lebt noch. Hier hin mit dir. So, Burschens. Versenkt die Landratten! Oh. So, ihr habt dem direkt mal seine ganze Seehoheit komplett kaputt. Ihr ballert dem das kleine Bötchen hier ins Nirvana. So, genau. Zack. Oh. In die Weinkops. Eine Sache noch. Hi. Da. Und bloß nicht mit den Eingeborenen anlegen. Eingeborenen Flüche sind sehr nervig. Ankerlichen Wanten! Ja. Hi, hi, Captain! Ankerlichten! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Attacke! Angriff! Keine Gnade für Land und König hier nach! Für Land oh, wegschießen. Und König. Attacke! Mir nach! Attacke! Wirklich Sorgen machen müssen wir uns erst, sobald er kommt mit euer Konkurrent hat ein neues. Überprüft eure Handels. Schiff gebaut beim Roten. Und Insel weg. Für unseren Herrscher. Volle Breitseite. Gebt Breitseite. Volle Breitseite. Gebt Breitseite. Gebt Breitseite. Gebt Breitseite. Volle Breitseite. Setzt die Vorsegel. Breitseite. Volle Breitseite. Setzt neuen Kurs. Volle Breitseite. Gebt Breitseite. Überprüft eure Handelsrouten. Volle Breitseite. Ankerlichten. Volle Breitseite. Genau, einfach mal so ein bisschen auf den Tüm ballern. Für unseren Herrscher. So, du als letztes. Die Bürger. Ja, ach so, ja. Könnte ich auch mal bauen. Für meine verehrenden Bürger. Hi. So, wie sehr verehrt ihr mich inzwischen? Schiffsreparatur beendet. Cool. Oh. Ich werde nur dreifach verehrt. Cool. Du bleibst als Reserveschiff einfach stehen in der Ecke. Gleiches Überprüft geht für dich. Eure Handelsrouten. Gott, ich könnte doch mal einen neuen Kontor bauen, oder? Für mehr Platz. So, und die Grenze bei allem beim Verkauf mal hochziehen. So. Um dickes Polster anzulegen und fertig ist. Das Ganze. Oh mein Gott, der hat das aufgegeben? Volle Breitseite! Weitermachen. Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Setzt die Vorsegel! Volle Breitseite! Gebt Breitseite! Attacke! Überprüft eure Handelsrouten! Mein Fürst! Ihr zu Diensten, mein Fürst! Zu Befehl! Zu Diensten, mein Fürst! Jawohl, mein Fürst! Für Land und König! Jawohl, mein Fürst! Angriff! Für Land und König! Volle Breitseite! Ihr Narr! Keine Gnade! Ihr Narr! Oh, wie gesagt, aufpassen, dass wir nicht die Eingeborenen angreifen. Keine Gnade. Mir nach.
zum Angriff! Und das ist jetzt auch ein wenig fies gemeint, sondern die heißen so. Gebt Breitseite! Überprüft eure Handelsrouten. Gebt Breitseite! Danke. Nun. Ankerlichten Wanten! Zu Befehl! Ich freue mich schon auf den Triumphbogen. Volle Breitseite! Du bist da auch in Reichweite für die Schiffe, oder volle nicht? Volle Breitseite! Volle Breitseite! Volle Breitseite! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Ankerlichten! Volle Breitseite! In die Wand! Breitseite! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Jetzt noch mehr Breitseiten. Überprüft eure Handelsrouten. Jawohl, mein Fürst. Zu Diensten, mein Fürst. Ab dahin mit euch. Volle Breitseite! Volle Breitseite! Gib Breitseite! Volle Breitseite! In die Wand! Volle Breitseite! Volle Breitseite! Setzt neuen Kurs! Ei, ei, Captain! Gib Breitseite! Danke. In die Wanten! Gib Breitseite! Ich dachte, diese ganzen Service-Gebäude hier weg. Ei, ei, Captain! Was zum Anker ist mit... Danke, Spiel. Überprüft eure Handelsrouten. Oh, wir haben irgendwas weggeklatscht, was... wichtig war für den Ausbau. Keine Gnade zum Angriff! Mir nach! Für Land und König! Angriff! Na. Okay, das Spiel springt gerade irgendwie dezent hart rum. Mir nach zum Angriff! Mir nach! Mir nach zum Angriff! Attacke! Attacke! Angriff! Attacke! Keine Gnade! Attacke! Angriff! Gnade, wir und König. Überprüft eure Handelsrouten. Bloß keine Brücken wegschießen. Keine Gnade. Brücken sind wichtig. Land und König. Keine Gnade. Attacke. Okay, Handy. Was willst du? Zum Angriff. Zum Angriff. Ich hab noch gesagt, nichts vor. Zum Angriff. Nicht gleich mal antworten. Jetzt müssen wir aber erstmal kurz den Game machen. Überprüft eure Handelsrouten. Bums. Die Bürger. Ja, hi. Gebt Breitseite. Ihr wart cool, erfolgreich Triumphbogen bauen. Hier, schön für meine Bürger zum Bewundern. Gell? Triumphbogen, du kannst auch pennen gehen. Nahrung. Müssen wir uns mal drum kümmern. Ja. Nun, überprüft eure Handelsrouten. Wenn einer von euch stehen bleibt. Und ich wartet mal. Kurz, hi. Schutzgeld. Was mit dem? Macht der Kanonen irgendwie? Überprüft eure Der macht keine Kanonen. Der soll ruhig Geld für den militärischen Schnickschnack ausgeben ohne Kanonen. Habe ich nichts gegen. Egal, so, jetzt müssen wir uns erstmal aber alles sichern, was den Jungen gehört hat. Deswegen du direkt mal hier mir eine meiner wichtigsten Inseln sicherst. Die Jungs fahren alle hier hin. Ihr reduziert jetzt kurz Kosten. Ach ne, ihr macht das gleiche und begibt euch auch erstmal nach Hause. Zack. 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 Da
Das ist das, was als erstes gesichert werden soll. Setzt neuen Kurs! So. Zack. Das reicht mir vollkommen, wenn du hier erstmal mir die Insel sicherst, indem du da einfach ein Kontor hinstellst. Dün, 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 dün. Bam, bam. Eisen mehr, noch ganz bisschen Eisenerz. Oh, wir haben Werkzeugproblem. Nun, aus Sicherheitsgründen brauche ich trotzdem noch zweiten Wachturm, wir haben gerade jemanden weggeklatscht. Setzt die Vorsegel! Überprüft eure Handelsrouten. Nun darf ihr Angelichten. Das Ding brauchen. Zack. Oh, guck mal, schon haben wir nicht mehr so viel Geldprobleme. Nicht, dass wir vorher welche hatten, aber. Hi. Fängst direkt an, hier den Shit zu kultivieren. Machst direkt ein größeres Kontor draus. Hier hin. Dann reißen wir alles ab, was irgendwie hässlich aussieht. Ästhetik ist wichtig. Auch wenn wir kurz vorm Sieg stehen, aber YOLO. So, zack. Du sollst eine simple Produktionsinsel werden, oder? Ich meine, ich könnte das Game hier vermutlich noch Ewigkeiten weiterspielen mit dem. Was mir hier gegeben ist, auch guck mal eine Schaufel. Wir müssten das nicht mehr hier machen. Wir können auch die Insel benutzen für weit aus dem Meer. So. Du bist jetzt erstmal. So, jetzt können wir die Dinge abreißen, weil jetzt funktionieren sie eh nicht mehr richtig. Die Wege für die KI. Ich weiß auch nicht warum. So, zack. So, du bist Wein und Zuckerrohr. Nee, du bist nicht Wein und Zuckerrohr, du bist. Alk und Tabak, korrekt. Du bist Alk und Tabak, genau. Warum hast du jetzt eigentlich, als die Insel die Ziegel braucht, keine Ziegel bekommen und andersrum? Dem die Ziegel, obwohl du brauchst eigentlich auch Ziegel. Das ist vollkommen wurscht, du brauchst Ziegel ohne Ende. Hi. Setz die Vorsegel! So, Hep. Du musst aber erstmal, bevor du das hier machst, hier hinfahren. Du lädst das Überprüft aus. Eure Handelsrouten. Du bekommst erstmal als Auftrag meine depperte Werkzeugproduktion wieder aufrecht zu erhalten. Erzschmelze und Werkzeugschmiede. Ihr geht beide bitte wieder in Betrieb. Bei dir müssen wir jetzt kurz Nahrung anbauen. 1, 2, 3, 2, 4, zack, zack. Schwupp, 1, 2, zack, zack, schwupp und Schmutz, oder? Wait, passt nicht. Dich brauchen wir nicht mehr.
Also okay, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann. Bam. Bam. So. Können wir nicht den hier machen? So. Und dann kommt hier noch eine hin. Ne, hier kommt noch eine weitere Mühle hin. Und hier kommt noch eine Bäckerei hin. Überprüft eure Handelsrouten. Danke. Insel gesichert. Das ist mir eigentlich schon. Das ist mein Ziel gewesen. Zack, so. Zack, so. Du bist reingewürzt, genau. Und hier müssten wir dann auf Baumwolle umstellen. Und du bist das Ding. Und das Ding wollte ich auch machen im Zornot. Okay. Super, genau. Du solltest eigentlich von irgendwem Ziegel bekommen. Ankerlicht neuen Kurs! Überprüft eure Handelsrouten. Ihr solltet. Anfangen. Mir Nahrung zu bringen. Schwupp, so. Nahrung läuft. Ziegel einmal abliefern. E-Bird. Ja, ich werde verehrt, cool. So, ich denke, wir werden hier zwei Produktionsstätten für es wird eine Rumbrennerei, denke ich, komplett ausreichen. Und 4. Obwohl, wir sollen ordentlich Positives machen, wa? Na, wobei, doch, wir haben Reserven, die wir von dem anderen Ding wegbringen können, zur Not. So. Überprüft eure Handelsrouten. 4, 1, zack, zack, zack. Verlauft euch ja nicht hier, ihr Eingeborenen, ey. Ja, da soll halt Shit brennen. Ist mir doch vollkommen jacke. Also ehrlich. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, zack, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, korrekt. Wie viele Bürger sollen wir pro Insel haben? 500 Einwohner. Mit 250 Bürgern jeweils. Haben wir hier überhaupt 500 Einwohner? Ja, gerade so. Gerade so. Und wir haben hier 405 Bürger. Und du hast anderthalb. Und wie viel Tabak hast du? Okay, du kommst auch mit einem Doppeltabak-Ding hin. Du kommst mit Doppeltabak hin. Mit einer einfachen Tabakkombi. Okay, geil. Heißt, hier bin ich fertig ist. So, du nimmst deine Ressourcen und bringst sie hier hin. Und hier weiß ich aber, muss ich nicht das komplizierte Getreidegedöns aufbauen. Brauchst trotzdem noch ein bisschen Holz. Wie gut, dass ich Schiffe ohne Namen. Setz die Vorsegel! So.
Wie gut, dass ich Schiffe ohne Ende habe. So, mit dem Rest dürfen wir erstmal hinkommen, aber ich will das ja auch noch freischalten zum Bauen. Ja. So. Wir lassen das jetzt noch ein bisschen weiterlaufen, bis die Gewürzproduktion für hier unten. Kann ich eigentlich schon anfangen, die Felder zu bauen. Zwei Felder reichen ja, wie wir wissen. Dafür. Und die positive Dinge erreicht man auch. Ich brauche ein Tabakfeld, Alter. Schmutz. Ich habe da 4. Weg mit dir. Das stört meinen inneren Sinn für Ästhetik. Ich muss die hier manuell löschen. Das ist einfach. So müssen leere Felder für mich aussehen. Das ist einfach. Das ist mein erstes Videospiel. Ich habe das sehr viel gespielt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie viel. Sag mal, warum hast du hier unten. Also die History Edition ist, hat noch ein paar Kinderkrankheitchen, die auch Ubisoft vermutlich nicht rauspatchen wird. Apropos. Wir können dem Turbo mal ein Go geben wieder. Oh, hi, du bekommst jetzt einen Auftrag. Holzinsel, Holz. Holz raus, viel Spaß, also. Schwupp. Zack. Ich denke, wir kommen mit dem Ding hier komplett aus. Überprüft eure Handelsrouten. Was wir hier haben. So. Und ich denke, es reicht hier, wenn ich nach und drin Nahfarm für den Anfang hinstelle. Ein Wassereinbruch hat einen Stollen überflutet. Ein Herz hat das ausgebeutelt. Cool. Hi. Hier fehlt Werkzeug. Oh, fuck. Ja. Hast du noch Werkzeug hier liegen? Das Werkzeug hier liegen. Dann mach da mit dir. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, so. Überprüft eure Handelsrouten. Ein Reisender hat die Pest in eure Siedlung eingeschleppt. Ja, Schnauze, Mann. Actually können wir noch ein bisschen mehr Geld sparen. Indem wir das Zeug löschen, was wir nicht mehr brauchen. Die beiden Türme da sind nur zur Abschreckung. Dürfte vollkommen reichen, um den Roten bei Stange zu halten. Auch wenn der auf dem Schwierigkeitsgrad eigentlich nicht auf dämliche Ideen kommen sollte. Wer weiß, es sind CPUs, okay? Überprüft eure Handelsrouten. Wer weiß, wann die meine Dinge. Überprüft eure Handelsrouten. Wir haben mehr, viel zu viel Kanonen. Egal. Bab keine Sau. Zack, hi. Hi, hi, Captain! Hi. Bauen, bauen, bauen. Wechsel, wechsel. Herz. Überprüft eure Handelsrouten. Herz. Hi. Überprüft eure Handelsrouten. In die Wanten. Du pumpst das nochmal hier raus. Den Rest. Überprüft eure Handelsrouten. Mit hier. Du nimmst Gewürze. Und bringst die Gewürze hier hin. Überprüft eure Handelsrouten. Der braucht wieder sein Beruhigungsgeld. Gehst hier hin, schnappst dir Erz. Alle meine Schiffe dürfen 2-3 Sekündchen durchhalten. Bist du wieder hier?
dein Anti-Horny-Gate bekommst. Da, fertig, schwupp. So, Anti-Horny. Fress, regen die mich auf, ey. Zack, so, hier. Du hast noch genügend Ziegel, damit wir jederzeit in Produktion gehen können, hier. Überprüft eure Handelsrouten. Du brauchst eigentlich nur noch mehr. Überprüft eure Handelsrouten. Setzt neuen Kurs. Überprüft eure Handelsrouten. Du brauchst eigentlich nur noch Werkzeug, damit du funktionierst. Und Nahrung brauchst du. Genau, und dann fange ich an hier mit so einem... Überprüft eure Handelsrouten. Ja, genau, da wollte ich ja umstellen. Dann stehen wir doch mal um. Und zwar auf 1, 4, 4. Überprüft eure Handelsrouten. 4, ja. Schon sieht es richtig aus. So, und wir machen mal noch ein weiteres als Puffer hier hin. Weiteres Gewürzfeld. Weil wenn er zwei Inseln versorgen soll, kann sein, dass die Transporter immer in unregelmäßigen Abständen kommen. Und dass dadurch Versorgungsprobleme entstehen könnten. Genau. Ja, dann brauchen wir noch ein zweites Schiff, was sich nochmal hier mit Ziegel, Werkzeug und Holz ankommt. Setzt die Vorsegel! Und dann auch ab sofort von hier Gewürze nach hier bringt. Zack, nimmst überall einfach nochmal was mit. Schaden tust du nicht, ab dahin. So, du hast genügend für die Umstellung. Dann schmeißen wir hier gleich schon mal an. Wir machen hier aus. Zack. Und stellen hier auf Baumwolle um. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 1, 2, 4, zack, zack. Ja. Oh mein Gott, was baue ich hier, ey? Da. Jetzt. Gandhi, ey, was war das denn, ey? Und, oh, der Part hat schon voll die Überlänge. Upsi. Naja, okay, dann würde ich an der Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.